Ja, und damit herzlich willkommen zu Star Wars Outlaws. Dem ersten Tag, ab dem man spielen kann, heute ist der 27. Es kann sein, dass das Video sehr viel später rauskommen wird. Ich habe gerade mega mit meiner Stimme zu kämpfen. Wobei das Ganze wieder auch besser ist. Ich war krank. Ja, ich freue mich. Ich habe kurz einmal reingeguckt, wegen was Leistung angeht. Ich erstelle ein neues Spiel. Und ja, let's go. Also ich freue mich wirklich. Also, wie gesagt, auch tut mir leid, dass ich die letzten Tage nicht, oder Wochen nicht hochladen konnte. Es war meine Stimme. Ich war saulange krank und so. Viel krank. Oh. Oh. Ich bin gespannt. Man hat ja sehr viel Negatives gehört über das Spiel, leider. Ich habe es mir trotzdem geholt, weil ich ein übertrieben krasser Star Trek-Fan bin ich auch, aber Star Wars-Fan bin. Na gut, ich bin mal ruhig. Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Oh. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Also soweit ich weiß, spielt das Spiel zwischen Episode 5 Dies und ist die 6. Blütezeit, Star Wars, meine ich. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Nee. Es reicht, Sliro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Schutter. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Gut oder schlecht? Ich habe die Cutscene übersprungen, deswegen, ich kenne die auch noch nicht. Selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Hat einfach den Grund, weil ich ja, wie gesagt, nur Performance gucken wollte. Nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Oh, lol. Oh, nix. Oh. Nixi. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Average School Day, oder? Ich hasse dieses 21:9 Kinoformat. Ich weiß nicht, wieso. Klappt schon, ha? Wie das gemacht haben. Oh. Aha. Ja, das erste Spiel ohne Lichtschwerter, wenn man so sagen kann. Wobei eigentlich nicht. Wo ist es? Okay, Mandalorian noch einmal. Schon gut, jetzt gibt's erstmal. Ist das in. Achso, ich werde das nicht in diesem 21:9 Verhältnis spielen. Jetzt wird reingezoomt, aber ist das Ding. Naja. Gut, Datenblock. Na. Okay, wer eine Abmachung ist, noch nicht Bich, Pilzer frei abzuhalten. Abbringen, Sneam, okay. Wir brauchen richtiges Essen. Achso, das ist das gleiche, okay. Mit der Performance sollte eigentlich alles laufen. Ich finde es nur etwas ein bisschen schade. Ich spiele auf einer 4K-Auflösung. Ich musste die runterstellen, weil ich weiß nicht wieso. Ich habe eine 4080 mit einem Ryzen 7 together und es läuft immer nur. Auf 4K läuft es räudig einfach. Ich muss aber sagen, ich muss dazu sagen, ich habe aber sowas wie DLSS. Oder so deaktiviert, einfach weil ich dieses Upscaling irgendwie immer wahrnehme. Ich weiß nicht wieso.
So, wo müssen wir denn lang? Ah, hier. Deswegen, ich werde mal gucken, wie es läuft. Was mich halt so ein bisschen stört, ist dieses Bildrauschen. Oh. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Tja. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Mir sagt die sechste Sippe nichts. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorge dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Schon gut. Interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das, oder sieht das nur vielleicht auf meinem Monitor so aus? Es kann sein, ich habe einen 32-Zoll-Monitor als Main-Hauptbildschirm. Vielleicht, dass es daran liegt, dass sich das so anfühlt. Ah ja. Mit deinem kaputten Datenstift kommen wir nicht. So, ich bin mal gespannt. Ich würde mal einmal kurz einmal ausprobieren, das Format zu ändern. Also ich habe das Gefühl, dass das an dieser Auflösung liegt. Ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht, aber irgendwie, ich kann dieses 21:9 Kinoformat überhaupt nicht haben im Gameplay. Aber anscheinend läuft hier gerade noch alles flüssig. Boah, ja, Gott, 75 FPS mit einer... Okay, das ist... Was ist das? Die Rechnung für die drei Milo-Huhn, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komm ich ihn mir holen. Ey. Kann ich den schlagen? Nee, okay, nicht, schade. Ah, alt ist so eine... Ah. 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 Sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto Cup. Ich glaube, ich mache das Game mal gleich leiser. So, ich habe es noch ein bisschen leiser gemacht. Hier, okay. Reban. Rupata ke. Chichi no gabetisa tukamna. Una six king pint ut jituana uba japago ya massiv no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis kalif. Sosa uba ropada tis. Son pitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sati uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind... die sechste Sippe oder Gefängnis. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie gefällt mir die Synchro nicht. Zumindest von Kai oder Kay. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Reban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, kuduba numa jeche kupa. Basabata jo peuba webta jakrita. Müssen wir jetzt Credits verdienen? War das C3PO? Warte mal. Holen wir uns ein paar Kredits. War das? Ich dachte gerade. Obwohl, er sieht einfach einzeln so aus. Gut, Prebam bezahlen. Ich hab wahrscheinlich die Rennvorbereitung. Interessant. So, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir. Ich hab genug Teile geborgen, um die sechste Sippe zu schmieren. Aber das sind doch Rebellen. Oder, ich weiß, nee, die neue Republik ist noch nicht. Oha. Hol die Beute.
Akku. Auf dich ist Verlass, nix. Ich brauch bald mal einen Kaffee. Lol. Hä? Als ob er das Ding nicht sieht. Digga, wir streicheln. Okay, ja gut. Also ich will nicht sagen, aber irgendwie Ubisoft... Egal, ich sag dazu einfach nichts. Kann man das Ding stehlen? Nein, natürlich nicht. Gut, besorgt Credits. Ah, ich kann einfach Lotto bestehlen, hä? Lol. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Ja, komm. ...55... Einfach nur Leute bestellen, okay. Aber Staubsaugerroboter. Kaum zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club 250... Das Ding ist, es ist mal wieder... Das ist mal wieder typisch, typisch Nvidia auch wieder. Gut gemacht, Kleiner. Man merkt irgendwie an sich, wie schlecht unsere Grafikkarten... Oder zumindest die Hardware der Grafikkarten sind. Oh, weil... Sonst bräuchten wir sowas wie DLSS zum Beispiel nicht. Für dich. Zum Beispiel jetzt auch wieder. Ich habe gerade 77 FPS auf WQHD auf hohen Settings. Mit einer 4080, das ist... Also los, auf zu Prebern. Okay, da müssen wir hin. Hey, willst du gekrault werden, Nix? Naja, vielleicht wird es ja noch besser. Ich wollte das ganze Video, zumindest das erste, auch nicht so lang halten. Ich wollte auch gucken, ob ich das vielleicht streame, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. So. Hey, Preban, ich hab die Kredits. Wada. Jobakawa biasa jebe chutpasa bata. Tja. Na gut, probieren wir ihn aus. Alles klar. Ach man, die hat noch wenigstens eine Animation dahin. Ich sag mal so, ich hab jetzt nicht so hohe. Also ich hab jetzt. Ich hab zumindest ein paar hohe Erwartungen. Aber. Ich sehe hier gerade irgendwie so eine Mischung aus Far Cry. Also zumindest auch, was ich gesehen habe, eine Mischung aus Far Cry und diversen anderen Spielen. Irgendwie, ich weiß nicht. Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Lass mich durch. Ich bin nur... Komm, Nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Hier gab es doch, glaube ich, diese drei Wege oder so. Das hatte ich irgendwann mal gesehen. Ach, ich bin nur falsch abgebogen. Also, tut mir leid, aber diese Synchro oder... Digga, das ist so staged. Hört sich das an. Aber das tut mir leid. Da muss ich ja mal einen Mega-Kritikpunkt abgeben, weil... Also, die Synchro ist scheiße. Muss ich einfach mal so sagen. Tut mir leid, aber... Ich finde auch, diese Animation ist ein bisschen... Naja, egal. Ich sag aber nicht. Ah, wir machen das jetzt stealthy. Hä? Ich verstehe jetzt das nicht. Ach so. Oder? Hä? Mach ich das jetzt richtig, oder? F1. Höre auf das rhythmische Muster, gewährst du so kurz zu jedem Beat in einem Loop. Okay, du kannst da links und... Du kannst da links und rechts gucken. Ah. Ah. Ah, ach so, man muss das hintereinander... Ah. Oh. Gut, wir sind drin. Festhalten, Nix. Okay, das ist. Ah, mein Gott. Okay. Ihr wisst, was ich über Far Cry. Naja. Nee, ich will das jetzt. Ich will es gar nicht schlecht reden, aber das sind wieder so typische Ubisoft-Anzeichen. Ich muss es einfach mal sagen. Wobei, ich finde, das an sich, das mit Star Wars zu verbinden, ist schon cool. Und ich werde dem Game auch eine volle Chance geben. Drück mal auf den Knopf, dann ich werde das Game auf jeden Fall durchspielen. Entweder im Stream oder per Aufnahme. Aktuell eher Aufnahme, aber... Ich glaube, ich muss noch einen Treiber herunterladen. Oh. Ah, okay. So kann man die... senden. Ah, achso. Da wäre
wären wir. Gut. Es ist heute im Casino. Eines ihrer Fatiere tritt beim Rennen an. Ich guck gleich mal, wie das. Okay, wir müssen da runter, ne? Ah ja. Verhalte dich unauffällig. Ich habe Ray Reconstruction und alles aus. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Ich werde mir erstmal den Treiber da herunterladen, weil anscheinend. Ah, so kann man sich tarnen, also wie immer. Nein, tut mir leid, der Joke muss sein. Es ist halt. Ich habe irgendwie. Tja, was geht denn bei denen ab? Party, Party, fette Party. Na, geh nicht, aber. Okay, das nervt mich ein bisschen, dass man so. Ja, komm her. Ich, Alter. Ich gehe mal davon aus, dass die Musik nicht copyrighted ist, aber. Die nächste Lieferung kommt beim Sonnenaufgang. Reden. Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro vom Boss. Ich schulde Van Geld und will sicher gehen. Digga, hä? Wie? Keine Chance. Vrell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner vorbei. Ah, ein echter. Ja, das liebt ihn mehr als mich. Digga, also. Komm, das machen wir jetzt Freestyle. Ich bin der Profi, eigentlich nicht, aber egal. Ja, Musik ist gut. Hey, also, ich bin Kay und du musst. Digga, das ist doch nicht. Nicht auf der Liste. Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Blöffen oder bestechen? Wir können gar nicht bestechen. Ja, okay. Hey, kennst du jemanden, der einen T85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Joben. Den habe ich gerade erst aufgematzt. Also ich sag mal so, die Voice, also das gefällt mir gar. Okay, was zum. Ich möchte nicht sagen, ne, aber das ist doch, das kannst du doch keinem erzählen, wie der gerade gelaufen ist. So gut. Ich geb dem Game trotzdem weiter eine Chance. Also. Das ist. Okay. Ich geb dem Game weiter eine Chance, nur ich will jetzt einfach nur gesagt haben mit. Hä? Achso, das ist automatisch. Ich sag da jetzt einfach nichts mehr zu. Ne? Ich sag's einfach nur mal so, Ubisoft. Nix. Mach die Tür auf. Egal, das ist doch nicht der. Egal. Gut, wir gehen weiter. Gut. Knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Ah, hier. Oh, 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 das ist jetzt actionreich. Scheiße. Boom. Ja, das braucht, glaube ich, Übung. Oh, Scheiße. Komm, Preban. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Jo, was? Dank Farik. Oh, oh. Achso, okay, man kann auch zielen. Ich dachte gerade. Okay, ich muss gleich noch ein bisschen was anpassen. Okay, ja. Es ist Far Cry. Aber das finde ich scheiße. Guck mal, wenn man reloadet, dann schießt man automatisch einmal. Das ist nicht so. Energy ist voll. Na gut. Okay, alles weiter. Gut. Nichts wie weg hier. Da. So war das nicht geplant. Was habe ich nur getan? Ja, weiß ich auch nicht, was du getan hast. Digga, erst willst du das und dann auf einmal beschwerst du dich, ja? Achso. Na gut, Max. Einfach schießen, hä? Digga, nee, oder? Der ist jetzt nicht durch die Tür. Oh. Okay, Max. Versuch okay, das wir sie mit zu F. Ja, woher weißt du? Ah. Es ist vorbei.
Och nee. Ganz kurz, die haben dieses... Also diesen Betäubungsschuss nicht reingemacht. Das finde ich jetzt aber blöd. Das mag ich nicht. Das, oh, man hat nur einen Betäubungsschuss. Digga. Jetzt ist nicht die Zeit zum Och, Essen. Ach Leute, Ubisoft, was habt ihr gemacht? Wieso? Okay, ja, super. Super, super, danke. Ja, super, super, richtig geil. Digga. Das ist doch jetzt nicht... Also ich dachte, wenn ich daran denke, denke ich eher nicht an Rüberspringen, sondern in Deckung gehen, wie in Division zum Beispiel. Ja. Ich sag mal so. Also das Gun-Gameplay könnte besser sein. Ah nee, Quatsch, hier, ne? Ja. Was sollen wir tun? Ja, hier. Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Perfekt. Okay, weiter, weiter, weiter. Leiter benutzen. Och, Digga, egal. Okay. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Ja, ich kann mich nicht... Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Digga, was ist das für eine Damage-Anzeige? Jetzt. Achso, hier. Ich habe das Gefühl, die versuchen so ein bisschen wie Jedi Survivor oder Jedi Fallen Order zu sein, ne? Allerdings haben die das ein bisschen scheiße gemacht, weil man die Passage nicht erkennt. Ah, hier. Also man erkennt hier so... Man erkennt überhaupt nicht die Passagen, finde ich. Also, los, wo man lang muss zum Beispiel. Kantina. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Sicher? Safe, jetzt steht da irgendwer drin. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Da? Nee. Hey. Ja, wo muss ich lang? Ah, hier, ne? Oder... Ja. Das meine ich so. Man muss erstmal herausfinden, wo es lang geht. Das ist, finde ich, ein negativer Punkt. Oh, oh. Oder auch nicht. Wieso denn... Ach, okay. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hm. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir es hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Wir werden alle umbringen. Nein, 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 nein! Kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, gab sie hier draußen? Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen! Digga. Okay. Bram! Es ist nichts. Dein Bein! Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Hm. Die Arme. So, Speicherpunkt erreicht. Perfekt. Triff dich mit der Crew. Überall.
Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir das im nächsten Part machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.